So, meine Damen, meine Herren, wir setzen fort mit dem Tagesordnungspunkt 3 der zweiten Aktuellen Stunde. Und bevor wir einsteigen in diese Behandlung, will ich noch mal darauf hinweisen, was ich eingangs gesagt habe. Die Pause hat bei vielen dazu geführt, spätestens, dass das Thema Mund-Nasenschutz tragen höchst klischär bis gar nicht mehr da ist. Wenn das weiterhin der Fall wäre, streiche ich in die Pause, weil dann gibt es keinen Anlass dafür. Spaß beiseite, bitte das beachten, gilt weiterhin damit entsprechend. Ja, wenn ich rede, habe ich dann natürlich keine auf. Da draußen bei der frischen Luft dürfen Sie dann natürlich den Mund- und Nasenschutz abnehmen. Das habe ich ja eingangs sogar gesagt, habe ich Sie sogar aufgefordert dazu. Wenn Sie zugehört hätten, wenn Sie rausgehen, dass Sie da an der frischen Luft das offenhalten können, das ist auch. Aber hier drinnen in den geschlossenen Räumlichkeiten bitte entsprechend tragen. Gerade bei den hohen Inzidenzzahlen, die wir im Moment haben, sollten wir alles daran setzen, dass wir uns nicht gegenseitig anstecken. So, jetzt wie gesagt die aktuelle Stunde zum Thema Auswirkungen der Impfpflicht, interfraktionell beantragt und so ich informiert bin, würde als Einreicher Herr Hannig die Einbringung übernehmen und dann starten wir in die Fraktionsrunde, die würde mit der CDU-Fraktion beginnen, Herrn Böhm dann. Also, auf geht's. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte wenige Stadträte und Stadträtinnen, die hier schon anwesend sind, ganz entgegen meiner sonstigen Angewohnheit zu überziehen, werde ich einfach mal noch eine Minute meiner Redezeit einfach opfern und warten, ob noch ein paar mehr Kollegen oder auch Bürgermeister kommen, was mir relativ sinnvoll erscheint zu diesem Thema, wenn es schon eine Aktuelle Stunde gibt, dann auch die entsprechenden Zuhörer zu haben. Vielen Dank für Ihre Geduld. So, ich würde Sie bitten, fortzusetzen. Geht los, genau. Die Minute ist auch um. Viel mehr Publikum ist nicht gekommen. Der Herr Kollege Rechtsanwalt und Stadtrat Lichti hat den Saal verlassen, weil er für Kasper-Theater nicht zur Verfügung steht. Und das ist ein bisschen das Problem. Das ist auch ein Problem dieser Aktuellen Stunde. Eine Aktuelle Stunde soll ja die Bürger der Stadt informieren. Und insofern verstehe ich das, was ich jetzt hier tue, auch als eine Information für die Stadt und natürlich eine Anfrage oder ein Teil einer Anfrage an die Verwaltung. Eine Aktuelle Stunde fasst keine Beschlüsse und das geht auch nicht, weil das Thema Impfpflicht liegt ja nicht mehr in unseren Händen. Ob wir das gut oder schlecht finden, ist hier überhaupt nicht mehr zu diskutieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Bundesgesetzgeber hat ja hier klare Regelungen getroffen zu dieser partiellen Impfpflicht und an diese Regelung haben sich nun mal alle zu halten. Das kann man mögen oder kann es nicht, aber in einem Rechtsstaat ist das so. Und insofern muss man einfach meinen Augen an die Aktuelle Stunde anders herangehen. Man muss sagen, was macht denn das jetzt mit unserer Stadt und wie können wir dabei helfen? Ich weiß, einige in dem Saal, das ist eher sozusagen hier meine eigene Seite, wünscht sich, dass ich jetzt scharf den Oberbürgermeister angreife und sage, ja, distanzieren Sie sich doch endlich von der Impfpflicht. Aber das geht nicht, das soll er nicht und das darf er auch nicht. Im Gegenteil, wir haben die Aufgabe, unsere Stadtverwaltung den Rücken zu stärken. Das muss man klipp und klar sagen. Und der Herr Oberbürgermeister hat es vorhin in seinem Bericht gesagt, das, was die Stadt hier bisher geleistet hat, im Wege der Bekämpfung dieser Krise, ob ich sie nur mag oder daran glaube oder nicht, spielt ja keine Rolle. Wir haben die Krise, verdient höchsten Respekt und verdient unseren Dank. Und jetzt wird es noch schlimmer. Und die Stadt hat Probleme. Wir müssen sehen, wie wir der Stadt helfen können, wenn wir es überhaupt können, weil das Personal fehlt. Aber, und das, darum geht es mir, wir haben natürlich auch einen großen Anteil von Leuten in unserer Stadt, die nun Angst haben. Dieser Stadtrat ist immer sehr schnell damit gewesen, Zeichen zu setzen, Bekundungen abzugeben für Minderheiten. Zeichen gegen Ausgrenzung, Zeichen gegen Hass und so weiter. Wir haben jetzt die Situation, dass wir in unserer Landeshauptstadt
ca. 50.000 bis 60.000 Beschäftigte haben, die mehr oder weniger direkt oder indirekt von der partiellen Impfpflicht im Gesundheitswesen betroffen sind. Ca. 30% der Menschen in Sachsen sind ungeimpft. Das heißt, grob gerechnet, darin bin ich nicht gut, aber über den Daumen, ca. 20.000 Dresdner haben jetzt akut Angst vor Jobverlust, wissen nicht, was passiert, haben Angst davor, bestraft zu werden. Und hier sehe ich den Ansatz, den wir als Stadtrat gemeinsam, als kleinsten gemeinsamen Nenner finden können und finden sollten. Auch diese Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, verdienen unseren Respekt. Sie sind eine Minderheit und sie dürfen nicht ausgegrenzt werden. Man muss sie nicht verstehen und man muss sie nicht feiern, aber man muss ihnen in meinen Augen nun helfen. Man muss versuchen, ihnen die Angst zu nehmen. Keiner kann hier einfach gekündigt werden. Das Verfahren, das nun in Gang gesetzt wird, besteht darin, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, den Genesen oder den Impfstatus zu prüfen, ans Gesundheitsamt zu melden. Das Gesundheitsamt muss im Einzelfall eine Einzelfallentscheidung herbeiführen, in der Regel nach Anhörung, und wird dann den Arbeitgeber zu einer Maßnahme verpflichten. Das ist rechtlich sehr bedenklich. Man kann darüber nachdenken, ob das gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verstößt und so weiter. Man kann auch darüber nachdenken, ob am Ende die Arbeitgeber überhaupt verpflichtet sind, die Daten zu melden. Aber das muss jeder Arbeitgeber für sich entscheiden. Wir können nach meiner Meinung nichts dagegen tun, dass es diese Impfpflicht gibt. Wir können aber den Dresdnern helfen, die jetzt von Jobverlust, von der Angst vor Ausgrenzung, von der Angst vor sozialer Ächtung, vor der Angst vor Bußgeldbescheiden und Ähnlichem geprägt sind und unter dieser Angst leiden, indem wir diesen Menschen Beratungsangebote zur Seite stellen, indem wir versuchen, offen darüber zu reden, sowohl wir als Stadtrat als auch als die Verwaltung. Und das ist meine Bitte. In einer Situation, in der wir die Gesetzgebung des Bundes nicht ändern können, ich persönlich kritisiere sie, ich halte es für eine Schande, was die Bundesregierung und der Bundestag im Bezug auf diese Impfpflicht tun, aber in dieser Phase können wir nur Hilfsangebote setzen. Die Freien Wähler haben eine Seite geschaltet, impfschaden@dresdner-freigeist.de. Es gibt eine Seite www.coronaklagen.de. Und es wäre schön, wenn die Landeshauptstadt versucht, diesen sachlichen Drive, den ich hier versuche reinzubringen, Herr Oberbürgermeister, auch umzusetzen, indem man von einem ganz neuen Gesichtspunkt rangeht und sagt, sachliche Informationen für diejenigen, die Angst haben. Den Leuten die Angst zu nehmen, weil Menschen, die Angst haben, treffen irrationale Entscheidungen. Die werden immer mehr spazieren gehen, die werden immer mehr demonstrieren, die werden den Frieden in dieser Stadt immer weiter stören, so wie Sie das empfinden. Ich empfinde es natürlich anders. Und diese Ängste können wir den Menschen aber nehmen, indem auch die Landeshauptstadt ihrer Verantwortung gerecht wird, sachlich informiert und sagt, habt keine Angst, ihr könnt klagen, ihr habt den Rechtsweg offen, diese und jene Möglichkeiten gibt es. Hier wird auf Deutsch gesagt, keiner von der Landeshauptstadt selbst einfach gefeuert. Weil das ist es nämlich nicht. Diese Angst kann man den Menschen juristisch und sachlich einfach nehmen. Darum würde ich bitten, lasst uns die Menschen, die einfach hier eine andere Meinung haben, nicht ausgrenzen, sondern ihnen helfen. Das ist der sachlichste und kleinste gemeinsame Nenner, den ich hier finden kann zu diesem äußerst kontroversen Thema. Und ich finde, diesen kleinsten gemeinsamen Nenner sollte man im Interesse der Bürger unserer Stadt gemeinsam wählen. Rockefeller hat mal gesagt, immer im Leben ergeben sich die Chancen aus den Problemen. Es ist eine Chance für uns Dresdner, aufeinander zuzugehen und uns gegenseitig zu helfen und die Ängste unseres jeweiligen Mitmenschen ernst zu nehmen. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, und vielen Dank denjenigen, die hier drin waren und zugehört haben. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die CDU-Fraktion. Herr Böhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Neuigkeitswert war ja jetzt für die Aktuelle Stunde bislang relativ gering, außer dem Werbeblock für Kollegen Heinig, seine Kanzlei und andere Rechtsanwälte. Sei es drum. Ich beziehe mich auf die Daten, die uns zur Verfügung gestellt wurden im Gesundheitsausschuss. Und da sieht es so aus, dass unabhängig vom aktuellen Corona-Krankenstand, den es halt auch im Klinik- und Pflegebereich gibt, im Personal, die einrichtungsbezogene Impfpflicht bislang nur Auswirkungen bei Neueinstellungen hat, weil dafür bislang keine Einzelfallprüfungen durch die zuständigen Ämter vorgesehen sind. Das ist ein Problem und das wird sich wahrscheinlich in Zukunft noch mehr darstellen, weil die erste Frage bei einem Bewerbungsgespräch sein wird, sind Sie geimpft oder nicht? Und ungeimpftes Pflegepersonal, was Arbeit sucht, gibt es wahrscheinlich derzeit recht wenig. Im Hinblick auf den vorhandenen Personalbestand gibt es aktuell noch keine Auswirkungen, weil entsprechende Mitarbeiter bislang lediglich gemeldet werden und entsprechende Einzelfallprüfungen noch ausstehen.
Nach Informationen im Gesundheitsausschuss wird die Verwaltung einrichtungsbezogen alle Umstände und Bedarfe in jedem Fall angemessen prüfen, was die Hoffnung zulässt, dass es nach den derzeitigen Richtlinien die Arbeitsfähigkeit der Einrichtung erhalten bleibt und die Personalschlüssel eingehalten werden können. Zu Nebenwirkungen und Impfschäden gibt es von Seiten des städtischen Klinikums keine Zahlen und Informationen. Letzter Satz. Die Intention der Aktuellen Stunde und des zugehörigen Eilantrages zielt ein Stück weit auf die Umsetzung eines Bundesgesetzes ab. Hier fehlt es dem Dresdner Stadtrat an Zuständigkeit für Bundesgesetzgebung und auch an Weisungsbefugnis gegenüber dem Handeln des städtischen Gesundheitsamtes. Insoweit handelt es sich in weiten Teilen um eine Scheindiskussion, zumindest hinsichtlich der Zuständigkeit des Stadtrates. Danke. Als nächste Fraktion ist Bündnis 90 Die Grünen dran. Die hatten ihr Rederecht abgetreten an den Gastredner, Herr Dr. Robin Weidemann. Bitte schön, wenn ich Sie bitten darf. Auch Sie haben 5 Minuten Redezeit. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich repräsentiere das Universitätsklinikum Dresden. Weidemann ist mein Name. Ich leite den Krisenstab des Universitätsklinikums und damit auch die Aktivitäten, die unser Haus in den vergangenen Monaten und ja mittlerweile Jahren zur Bewältigung der Corona-Pandemie und auch im Rahmen der Impfaktivitäten geleistet hat. Bevor ich auf unser Konzept für die Durchführung der Mitarbeiterimpfung bei uns im Haus eingehe, vielleicht noch ein kurzer Einblick in unsere Rolle als Universitätsklinikum in die Pandemiebewältigung. Sie wissen, dass wir im März 2020, als die ersten Corona-Patienten in den Freistaat Sachsen kamen, alle vor dem Hintergrund der Bilder aus Bergamo große Schreckensszenarien im Kopf hatten. Wir haben damals sofort reagiert und haben mit der Einrichtung einer Krankenhausleitstelle begonnen und betreiben diese Krankenhausleitstelle mittlerweile seit 2 Jahren, um eben die Situationen, vor denen wir alle Angst hatten, die wir aus Bergamo kannten, abzufedern und Überlastsituationen durch regional zu hohen Anfall von Patienten abzufedern. Die Krankenhausleitstelle ist weiterhin aktiv. Wir haben in den Spitzenzeiten rund 700 Patienten pro Tag für die Region Ostsachsen, also den ehemaligen Direktionsbezirk Dresden, in den Krankenhäusern der Region verteilt. Insgesamt gehören 36 Kliniken unserem Clusterverbund an und aktuell liegen wir bei 275 Distributionen. Das ist weniger als zu den Spitzenzeiten, aber weiterhin eine hohe Belastung. Neben der Verteilung der Corona-Patienten haben wir die Bettenmeldung des Clusters Ostsachsen, aber auch des gesamten Freistaats bei uns erfasst, gesammelt und auf Basis dieser Bettenmeldung ein Prognosetool entwickelt, was mittlerweile seit fast 2 Jahren zuverlässige Prognosen über die künftige Auslastung der Corona-Stationen und Betten in den Krankenhäusern liefert. Und ich denke, wir haben damit neben den anderen Themen einen großen Beitrag geleistet, dass die Pandemie hier bei uns im Freistaat gut bewältigt werden kann. Zum Thema Impfungen sind wir auch schon lange im Geschäft. Wir haben am 28. Dezember 2020 die ersten Impfungen bei uns im Klinikum durchgeführt. Das war dann, ich erinnere mich da noch sehr gut dran, weil es mich die ganzen Weihnachtstage beschäftigt hat. Alles relativ holterdiepolter und ein wenig durcheinander, aber wir haben es dann mit viel Aufwand und viel Engagement unserer Mitarbeiter geschafft, allen Mitarbeitern, die das wollten, vorrangig in den Intensivstationen, ein schnelles Impfangebot zu machen. Stand heute mit vollkommen geänderten Voraussetzungen und mit Blick auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht haben wir bei uns im Haus eine Impfquote von insgesamt rund 90% erreicht. Das ist deutlich über dem Durchschnitt der Region und über dem Durchschnitt in Sachsen. Auf Basis unserer Erfahrungen
die wir jetzt über ein Jahr Impfen bei uns im Haus gesammelt haben, lässt sich eigentlich sagen, dass die Impfkampagne auf zwei großen Säulen steht. Die eine Säule, die wir seit Anbeginn haben, ist die Säule der Information. Die Mitarbeiter wurden bei uns im Haus von Anfang an durch ein umfangreiches Informationsangebot begleitet. Wir haben wöchentliche Podcasts gemacht, die bei uns im Intranet für die Mitarbeiter zur Verfügung standen, haben über die Impfwirkungen und Impfnebenwirkungen aufgeklärt und das auch immer wieder wiederholt und den neuen Erkenntnissen angepasst. Parallel dazu haben wir in individuellen Expertengesprächen, die in den Bereichen barrierearm angeboten wurden, über die entsprechenden Impfangebote bei uns im Haus informiert. Als die Impfpflicht beschlossen wurde im Dezember 2021, hatten wir Impfquoten im ärztlichen Bereich von über 90%, im pflegerischen Bereich bei ca. 80%. Wir haben dann in der Folge unser Angebot nochmal verstärkt und insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zögern, die Sorgen haben und die Bedenken hatten, sich eine Impfung geben zu lassen, nochmal gezielt angesprochen. Durch direkte Ansprache, durch niederschwellige Angebote auf den Stationen, in den Bereichen, durch zur Verfügungstellung der Impfstoffe, die Sie sich wünschten, mittlerweile auch den Impfstoff von Novavax, der bei uns im Haus angeboten wird, und können da insgesamt eigentlich auf eine erfolgreiche Geschichte zurückblicken. 90% sind nicht 100%. Wir hätten gerne die 100% erreicht, aber wir hören nicht auf, unsere Informationsangebote und unsere Impfangebote an unsere Mitarbeiter zu bringen. Und es ist tatsächlich so, dass auch weiterhin Kolleginnen und Kollegen auf uns zukommen und diese dankend annehmen. Fazit aus unserer Sicht: Es ist möglich, hohe Impfquoten auch hier in der Region, auch hier bei den Dresdnerinnen und Dresdnern zu erreichen. Es ist aber ein sehr mühsames Geschäft. Man muss viel investieren und die Mitarbeiter nehmen es aber sehr dankend an, wenn man sich auch ihnen zuwendet, ihnen Angebote macht, die sie an der Stelle abholen, wo sie sind. Vielen Dank. So, damit kommen wir zur nächsten Fraktion, der AfD-Fraktion. Auch sie hat ihr Rederecht abgetreten an Frau Dr. Heimke. Bitte schön, auch Sie haben 5 Minuten Redezeit und können jetzt starten. Bitte schön. Kurze Frage, die Uhr zählt die automatisch oder muss ich das? Okay, gut. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich bin hier in Dresden Kinderärztin. Impfungen sind ein Teil meiner täglichen Arbeit. Die bereichsbezogene Impfpflicht gegen Covid wurde unter der Annahme eingeführt, dass dadurch Risikogruppen geschützt und Krankenhäuser entlastet werden können. Diese Annahmen lassen sich beide wissenschaftlich nicht begründen. Die derzeitigen Impfstoffe bieten einen gewissen zeitlich begrenzten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf. Sie bieten aber keinen relevanten Fremdschutz. Lassen Sie mich das kurz erklären. Die Daten der britischen Gesundheitsbehörde zeigen standardisiert auf je 100.000 Personen unter Omikron bis zu 3-mal höhere Infektionsraten bei Geboosterten im Vergleich zu Ungeimpften. Auch bei zurückhaltender Auswertung dieser Daten zeigt sich, dass sich Geimpfte in erheblichem Ausmaß mit SARS-CoV-2 infizieren können. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass der Impfschutz der Geboosterten im Schnitt knapp um 20% pro Monat fällt. Wie hoch ist das Risiko eines Geimpften, wenn er sich infiziert hat, das Virus weiterzugeben? Das RKI kann nach eigener Aussage dieses Risiko nicht beziffern. Studien sowohl unter Delta als auch jetzt unter Omikron zeigen, dass zwischen Geimpften und Ungeimpften kein relevanter Unterschied in der sekundären Befallsrate, also der Ansteckungsrate, festzustellen ist. Das bedeutet, dass mit dieser Impfpflicht ein Fremdschutz für unsere Patienten unmöglich ist.
Neben dem fehlenden Fremdschutz weisen die Covid-Impfstoffe bereits jetzt ein bedenkliches Maß an unerwünschten Wirkungen auf. Eine abschließende Bewertung ist momentan nicht möglich, da die Ergebnisse der Phase-3-Studien für die dritte Impfung erst für 2023 erwartet werden. Laut Paul-Ehrlich-Institut gab es in Deutschland auf 1000 Impfdosen 0,2 Meldungen wegen des Verdachts auf eine schwerwiegende Nebenwirkung. Für eine vollständige Impfserie werden derzeit allerdings 3 Impfdosen veranschlagt. Das heißt, rein rechnerisch bestand bei einem von 1700 vollständig geimpften Menschen der Verdacht auf eine schwerwiegende Nebenwirkung. Wenn Sie bei diesen Zahlen berücksichtigen, dass laut Fachliteratur von einer Untererfassung schwerer Medikamentennebenwirkungen um den Faktor 10 bis 20 ausgegangen wird, bekommen Sie eine Ahnung von dem, was wir an unseren Arbeitsplätzen in Klinik und Praxis bei unseren Patienten erleben. Die Impfpflicht im Gesundheitswesen bricht mit guter ärztlicher Praxis, denn direkter und indirekter Druck sind gemäß ärztlicher Berufsordnung, Genfer Gelöbnis und allgemeiner UNESCO-Erklärung über Bioethik und Menschenrechte aus gutem Grund abzulehnen. Da auch Auszubildende, selbst Schülerpraktikanten von der Impfpflicht betroffen sind, bricht das Gesetz und all diejenigen, die helfen, es praktisch umzusetzen, mit der UN-Kinderrechtskonvention. Diese besagt, dass bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, egal ob von öffentlichen oder privaten Institutionen veranlasst, das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen ist. Denken Sie nicht nur an den fehlenden Fremdschutz dieser Impfstoffe, den in der Regel bei jungen Menschen gutartigen Covid-Verlauf, sondern auch an die fehlenden Daten zu Auswirkungen auf die menschliche Fruchtbarkeit oder die vielen Fragezeichen, welche sich aus der altersabhängig bei jüngeren Menschen häufiger auftretenden Herzmuskelentzündung ergeben. Zu dieser medizinisch und menschlich deprimierenden Bilanz kommt hinzu, dass es bereits jetzt in Dresden sehr schwierig ist, Stellen im Gesundheitswesen mit ausgebildeten Fachkräften zu besetzen. Aus eigener Erfahrung und der meiner Mitstreiter kann ich Ihnen versichern, dass es bereits jetzt mehrere Monate, manche berichten von Jahren, dauert, bis Stellen adäquat besetzt werden können. Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen bedroht in Dresden auch ohne Impfpflicht bereits jetzt die medizinische Versorgung. Ich bitte deshalb alle hier Anwesenden, sich ihrer besonderen Verantwortung bewusst zu werden. Bevor die Stadt Dresden dieses medizinisch nutzlose und unmenschliche Gesetz praktisch umsetzt, bitte ich Sie, Herr Oberbürgermeister Hilbert, mit uns kritischen medizinischen Fachkräften zu sprechen. Wir haben bei unseren Patienten Erschreckendes gesehen, was wir in dieser Häufigkeit vor 2021 nicht gesehen haben. Aufgrund der Dynamik der Ereignisse liegen noch nicht alle Erkenntnisse als fertige Studien vor. Aber gerade deshalb sollte unseren praktischen Beobachtungen allerhöchste Aufmerksamkeit zukommen. Lassen Sie uns gemeinsam, konstruktiv und im gegenseitigen Respekt nach einer Lösung für die derzeitige Situation suchen. Es geht nicht um Impfgegnerschaft, sondern um die Gesundheit von Patienten und medizinischen Fachkräften. Letztlich geht es darum, in welcher Weise wir Dresdner zukünftig miteinander zusammenleben möchten. Danke. Als nächste Fraktion ist Fraktion Die Linke an der Reihe. Herr Matthies, bitte schön. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die gute Nachricht zuerst, der Stadtrat hat für das Thema keinerlei Zuständigkeit. Es sind zwar alle möglichen an dem Problem beteiligt, aber der Stadtrat mit Sicherheit nicht. Insofern eignet sich das Thema natürlich hervorragend für eine aktuelle Debatte der AfD. Wir können mal drüber reden. Das Zweite, das Gute an der Frage ist, ich meine, in der ganzen Corona-Pandemie ist ja immer so ein tastendes Vorwärtsbewegen, wie geht man damit um? Ich glaube, jeder, der damit irgendwas entschieden hat, hat dort schon geirrt. Und Leute, andere haben Recht behalten und dann wechselte das auch mal. Wir sind ja da alle Lernende in dieser Frage. Aber die grundsätzlich gute Idee ist doch, dass Leute,
die in der Pflege tätig sind, die in Gesundheitsberufen tätig sind, die mit Menschen, mit Kranken, mit Gefährdeten arbeiten, dass die möglichst geimpft sind, zu einem sehr, sehr hohen Teil. Das ist doch eine zutiefst vernünftige Regelung. Und das sollten wir auch in keiner Weise hier in Frage stellen. Dass dazu das Mittel einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht vielleicht nicht die allerbeste Idee war, ich glaube, das hat meine Partei auch auf den verschiedenen Ebenen gesagt. Ich erinnere mal daran mit dem Bonus für die Pflege oder mit der besseren Bezahlung im Pflegebereich ging es leider überhaupt nicht vorwärts. Da wurde zwar viel geredet und Beifall geklatscht, aber da hat der Bundestag bis dato noch nichts auf den Weg gebracht. Aber das Thema einrichtungsbezogene Impfpflicht, das wurde zumindest umgesetzt. Und nun ist das aus verschiedenen Gründen problematisch, wenngleich, ich sage jetzt mal, das Gesetz ist ja bis zum 31.12.22 befristet. Und es spricht im Moment viel dafür, dass diese Frist ablaufen wird, ohne dass es größere Aufregung am Ende real geben wird. Da ist zunächst mal die Frage, wie entwickelt sich eigentlich die Pandemie? Also im Moment haben wir ja den Eindruck, wir kommen sozusagen in die Phase, wo sich die Corona-Pandemie den allgemeinen Grippewellen anpasst. Es steigen zwar die Inzidenzen, es sind mehr Leute betroffen als je zuvor, zugleich entspannt sich aber die Situation in den Intensivstationen, allgemein im Krankenhausbereich, was die Zahl der Patienten anbelangt, wohlgemerkt. Die Probleme dort sind dann auf einer anderen Ebene. Das heißt, es könnte sein, das Problem läuft insgesamt aus. Es kann aber auch sein, und das lehren uns auch die letzten beiden Jahre, dass wir noch mal mit einer stärkeren Welle konfrontiert werden und wieder zu härteren Maßnahmen greifen müssen als gegenwärtig. Das heißt, es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass es natürlich noch mal eine Relevanz gibt. Es gibt aber einen zweiten Aspekt. Das ist, es wird im Bundestag momentan über eine allgemeine Impfpflicht gesprochen. So, nun weiß ich nie, wie das ausgehen wird. Da kann man jetzt auch wild spekulieren, ob es zu dieser allgemeinen Impfpflicht kommt. Dann würde das Problem der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gewissermaßen in dieser allgemeinen Impfpflicht verschwinden. Vermutlich wird es dann irgendwann vom Bundesverfassungsgericht landen, wo dann endgültig entschieden wird, was in diesem Bereich möglich ist oder was nicht möglich ist. Oder aber die allgemeine Impfpflicht kommt nicht, dann kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht bis zum 31.12. eine große Relevanz entfalten wird. Und dazu kommt dann das dritte Problem, das ist ja hier auch schon gesagt worden, es gibt im Moment nie nur viel zu wenige Pflegekräfte und das hat überhaupt nichts mit Corona zu tun, sondern das war ein Problem, was wir schon vorher hatten, dass zu schlecht bezahlt, zu schlechte Arbeitsbedingungen und so weiter. Uns fehlen einfach die Leute in der Pflege, sodass an vielen Stellen man sich gar nicht vorstellen mag, dass man noch auf Pflegekräfte verzichtet. Egal aus welchen Gründen, ob jetzt aus religiösen Gründen oder aus politischen Gründen oder aus persönlicher Angst, die sich nie impfen lassen wollen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die Ämter, die das exekutieren müssten, die Gesundheitsämter, die der Arbeit leisten müssen, die haben mit Verlaub im Moment mit ganz anderen Problemen alle Hände voll zu tun. Und auch sonst hat die öffentliche Verwaltung jetzt gerade angesichts der Flüchtlingskrise ja überhaupt keine Kapazität, dieses Gesetz wirklich zu exekutieren. Und deshalb, mal ganz ehrlich, wir haben ja im Gesundheitsausschuss darüber gesprochen, es gibt eigentlich keinen großen Grund für Panikmache. Es wird vermutlich so sein, der 31.12. dieses Jahres wird kommen, das Gesetz wird auslaufen und es wird nichts passiert sein. Vielen herzlichen Dank. Als nächste die SPD-Fraktion, Frau Dr. Vogel, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, liebe Menschen der Stadt Dresden. Ich bin einigermaßen entsetzt. Nur ein Satz zu Frau Dr. Heimke. Ich dachte,
Vielleicht haben Sie ja auch den Eid des Hippokrates geschworen. Wahrscheinlich würde der sich im Grabe umdrehen, wenn er Ihre Rede hätte hören müssen. Und meines Erachtens sind Sie ein Fall für die Ärztekammer. Eine aktuelle Stunde zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht anzustrengen und diese mit einem Antrag zu begleiten, kann man machen als Partei. Man muss es nicht. Das Ganze eng zu führen auf die Auswirkungen nur auf unser städtisches Klinikum und Dresden ist aber jedenfalls zu kurz gesprungen. Denn das Infektionsschutzgesetz ist ein Bundesgesetz. Es gilt für alle Berufe und Menschen, die in der Pflege und mit der Versorgung kranker Menschen beschäftigt sind. Warum ist Ihr sich der aktuellen Stunde anschließender Eilantrag ein Eilantrag ohne Eile? Zum einen, Ihr Eilantrag suggeriert einen ab Mitte März bestehenden medizinischen Versorgungsnotstand. Diesen gibt es de facto nicht. Warum? Weil Ihre Behauptung, durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht dürften nicht geimpfte Mitarbeitende im städtischen Klinikum nicht mehr ihrer Tätigkeit nachgehen, ab Mitte März schlicht falsch ist. Vielmehr dürfen diese sehr wohl weiterarbeiten in den Einrichtungen. Ein Versorgungsnotstand enormen Ausmaßes droht deshalb nicht. § 20a Infektionsschutzgesetz regelt in Absatz 1 die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Dieses ist ein Bundesgesetz, es gilt in ganz Deutschland, sogar in Sachsen. Die Ausführung des Gesetzes obliegt jedoch den Ländern, die wiederum die Landkreise mit ihren Gesundheitsämtern mit dem Vollzug beauftragt haben. Ausdrücklich haben sowohl das Bundesgesundheitsministerium als auch die Sozialministerien in den Ländern in ihren FAQs klargestellt, dass ungeimpfte Mitarbeitende in den betroffenen Einrichtungen bis zum Ausspruch eines Betretungsverbotes seitens der Gesundheitsämter weiter beschäftigt werden dürfen. Es ist somit schlicht falsch zu behaupten, es gäbe ab Mitte März ein Verbot, Ungeimpfte in Pflegeeinrichtungen zu beschäftigen. Ihr Antrag ist damit Makulatur. Wo lohnt es sich dennoch, kritisch nachzufragen? Das Gesetz zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist ein juristischer Schnellschuss der neuen Koalition gewesen, ohne ausreichende Beteiligung der Einrichtungsleitungen und auch der Gesundheitsämter, auf die die gesamte faktische Verwaltungslast der Umsetzung abgewälzt wird. Es gibt durch das Gesetz drei Verlierer und nur insofern wäre eine Debatte dazu im Stadtrat geboten. Zum einen die ohnehin unter Personalknappheit und den Folgen der Corona-Pandemie ausgelaugten Gesundheitsämter tragen die gesamte Verwaltungslast allein. Zum Zweiten haben die Einrichtungsleitungen in den Pflegediensten ebenfalls eine Zerreißprobe, sondergleichen zu bestehen momentan. Sie müssen ihr Personal, ob geimpft oder nicht, seit 2 Jahren fortwährender Pandemie motivieren, für die zu Pflegenden weiterhin da zu sein, möglichst geimpft. Die dort untergebrachten Menschen müssen aber nicht geimpft sein. Dass das eine Pflegekraft nicht versteht, verstehe ich wiederum. Wir als SPD haben daher hohen Respekt vor jeder und jedem, der und die momentan eine Pflegeeinrichtung in diesem Land leitet. Und die dritte Gruppe der Verlierer, das sind die Demokraten unter uns. Diejenigen, die an den Rechtsstaat und die Demokratie glauben und für sie kämpfen, die Nationalismus, Rassismus und der billigen Polemik der einreichenden Partei etwas entgegensetzen wollen, die leise aber stetig ihr Gift hineinträufelt in unser Gemeinwesen, in unsere Demokratie. Die sich ein nur einrichtungsbezogenes Impfpflichtgesetz wird nun, und darin besteht der Schaden für die Demokratie, vor unser aller Augen zur rechtlichen Farce. Gemeinsam wird jetzt von den Ländern und Kommunen an seiner faktischen Nichtanwendbarkeit gearbeitet. Denn es wird, das wurde schon gesagt, keine sofortigen Betretungsverbote geben, eben weil wir zum Glück in einem Rechtsstaat leben in Deutschland, weil der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit für Verwaltungshandeln gilt und schließlich, weil das Gesetz ohnehin nur bis Ende dieses Jahres gilt. Ob und wie die allgemeine Impfpflicht dann kommt, ist derzeit völlig offen. Was bleibt also übrig von Ihrer aktuellen Stunde und Ihrem Antrag? Viel Lärm um nichts. Ihr Parteiprogramm. Es wird keine flächendeckenden Versorgungsengpässe geben. Richtig ist, die Personaldecke in den Einrichtungen der pflegenden Berufe ist in der Tat sehr dünn. Fachkräftemangel und schlechte Bezahlung tun ein Übriges. Aber das ist eher ein Appell an den Bund, endlich ein leistungsgerechtes und gut bezahltes System in der Pflege zu schaffen und hat mit Corona und der Impfpflicht nichts zu tun. Nummer 2 und 3 Ihres Antrags gehen von rechtlich falschen Parametern aus, die man selbst in Ihrer Fraktion, hätte man das Infektionsschutzgesetz gelesen, vorher hätte sehen können. Es ist falsch, dass Ungeimpfte nach Mitte März in den Einrichtungen nicht mehr weiter beschäftigt werden dürfen. Richtig ist das Gegenteil. Bis zum Ausspruch eines Betretungsverbotes dürfen sie weiter beschäftigt werden. Somit fallen die Punkte 2 und 3 Ihres Antrags auch in sich zusammen. Der beste Beitrag zum Gesundheitsschutz für uns alle wäre damit gewesen, uns diese Aktuelle Stunde und Ihren Antrag zu ersparen. Vielen Dank.
Als nächster Redner Herr Blüttner für die FDP-Fraktion. Ja. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aktuelle Stunde, Auswirkungen der Impfpflicht für Mitarbeiter in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen der Landeshauptstadt Dresden. Und hintendran direkt der Eilantrag Engpass medizinische Versorgung in Dresden vermeiden. Seit dem 16. März gilt eine einrichtungsbezogene Impfpflicht im Pflege- und Gesundheitswesen. Erstmal vorneweg, es ist eine Bundesgesetzgebung, die umzusetzen ist. Dafür gibt es dann vom Land noch entsprechende Umsetzungsrichtlinien. Entsprechend haben wir als Stadt nur sehr geringe Möglichkeiten. Grundsätzlich sollte man vielleicht auch das Verfahren nochmal erläutern. Zunächst mussten alle Einrichtungen ihre ungeimpften Mitarbeiter dem Gesundheitsamt melden. Jetzt startet zunächst ein Prozedere mit Kontaktaufnahme, Möglichkeiten der Nachreichung und Anhörung der Ungeimpften. Ganz am Ende steht gegebenenfalls ein Betretungsverbot für einzelne Mitarbeiter. Dabei muss das Gesundheitsamt auch die Versorgungssicherheit durch die jeweilige Einrichtung abwägen. Das beschriebene Verfahren zeigt, dass sich die von AfD und Freien Wählern als Schwerpunkte der Debatte gesetzten Punkte an sich erübrigt haben. Das Verfahren wurde ja auch vielfach im Gesundheitsausschuss erläutert. Was bedeutet das im Konkreten, bezugnehmend auf den Antrag zur Aktuellen Stunde? Punkt 1. Aktuell sind natürlich alle Pflegeeinrichtungen, zumindest bezogen auf die Impfpflicht, voll arbeitsfähig. Bis es möglicherweise erste Betretungsverbote gibt, dauert es vermutlich noch ein paar Monate. Punkt 2 und 4 zur Arbeitsfähigkeit der Einrichtung und dem Personalschlüssel. Genau das muss das Gesundheitsamt ja abwägen in der Entscheidungsfindung. Entsprechend besteht auch dort keinerlei Gefahr. Daraus folgt aber für uns als FDP-Fraktion die inhaltliche Einordnung dieser Impfpflicht. Wenngleich es keine städtische Entscheidung ist, halten wir die Einführung für einen Fehler. Wir glauben, dass es eine persönliche Entscheidung sein sollte. Auch wenn ich durchaus von einem Mitarbeiter im Gesundheitswesen erwarte, dass er den Schutz der Menschen, die er oder sie betreut, ernst nimmt, zeigt sich insbesondere mit der Omikron-Welle, dass ein solcher Eingriff nicht zu rechtfertigen ist. Die Impfpflicht setzt ein sehr weitgehendes Prozedere mit hohem Aufwand für die Stadt in Gang. Wenn man sich die aktuelle Situation im Gesundheitswesen anschaut, ist zumindest meine persönliche Prognose, dass man 70-80% der ungeimpften Beschäftigten eben kein Betretungsverbot auferlegen wird, eben aufgrund der Abwägung zur medizinischen Versorgungssicherheit. Aber genau damit läuft das Thema wahrscheinlich an vielen Stellen ins Leere. Aber wir haben einen sehr hohen Aufwand mit vielen Mitarbeitern in Gang gesetzt. Dem Gesundheitsamt fehlen so schon an jeder Stelle die Mitarbeiter. Jetzt werden zunächst 25 Mitarbeiter für die Umsetzung der Impfpflicht eingesetzt. Diese wären sicherlich an anderer Stelle besser aufgehoben. Gleichzeitig verursacht die Umsetzung der Impfpflicht auch in den Einrichtungen einen sehr hohen Aufwand. Auch dort würden wir uns wünschen, die Kapazitäten besser einzusetzen. Daher ist die Impfpflicht durchaus ein Problem. Sie erfordert einen hohen Aufwand. Bezogen auf die Aktuelle Stunde gefährdet sie dadurch aber die Arbeitsfähigkeit der Einrichtungen und unsere Versorgungssicherheit. Das kann man ganz klar mit Nein beantworten. Dann kurz noch zum Antrag. Punkt 1 erübrigt sich eigentlich. Den setzt die Stadt sowieso um, beziehungsweise ist sie ja sogar aufgrund der Gesetzgebung dazu verpflichtet. Und die Punkte 2 und 3 lehnen wir ab. Das ist durchaus eine persönliche Entscheidung. Und wer seinen Job durch die Impfpflicht wechseln will oder muss, dem stehen auch so genug Alternativen zur Verfügung. Der Arbeitsmarkt bietet momentan glücklicherweise genug Perspektiven. Entsprechend sehen wir das nicht als städtische Aufgabe. Jobalternativen entsprechend den Mitarbeitern anzubieten. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde für die Dissidenten, Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, die AfD und Freien Wählern sorgen sich um die Funktionsfähigkeit unseres Gesundheits- und Pflegebereiches. Glauben Sie wirklich, wir nehmen und kaufen Ihnen das ab? Ihre Motivation für diese Aktuelle Stunde und auch für den Antrag der AfD ist doch nur allzu durchsichtig. Man braucht sich doch nur die Aktivitäten anzuschauen. Herr Hanig, Sie haben ja heute wieder an diesem Pult offensichtlich Kreide gefressen. Was Sie denken, mit welcher Intention Sie die Corona-Politik in diesem Land angreifen, wenn Sie den Bundes-
Gesundheitsminister sozusagen des Schwachsinns auf Ihrem eigenen Telegram-Kanal bezichtigen, dann zeigt das im Grunde genommen, dass es Ihnen um was ganz anderes geht. Ich beobachte doch auch schon seit Beginn der Pandemie, was Sie als AfD zur Lösung der Probleme beigetragen haben. Es ist nicht schwer, das leicht zusammenzufassen, nämlich nichts, weil Sie sich gar nicht mit den Argumenten auseinandergesetzt hat. Ihr Stadtrat Gielke macht sich mit seinen schwurbeligen Fragen im Gesundheitsausschuss zur lebensbedrohlichen Impfungen regelmäßig lächerlich. Und Ihre stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Frau Dr. Schöps, agiert in den sozialen Netzwerken als parlamentarischer Arm der Corona-Leugner. Ich, und manchmal auch mit einer erschreckenden Logik. So twitterte Frau Dr. Schöps am 13. März, in Moskau ab morgen mehr Freiheit in Sachen Corona-Maßnahmen als in Deutschland. Und da komme den Russen noch jemand mit Grundrechten. Ja, Frau Dr. Schöps, ich komme Ihnen mit Grundrechten, insbesondere wenn es um Russland geht. Sie sind nämlich dort weitestgehend außer Kraft gesetzt. Und an der Spitze Ihres Musterlandes steht ein weltweit geächteter Kriegsverbrecher. Die Fake News, die Frau Dr. Heimke hier verbreitet hatte, dazu hat Frau Dr. Vogel schon hinlänglich etwas gesagt. Das Fazit ist, Sie von der AfD sind in Ihrer vermeintlichen Sorge um den Zustand unseres Gesundheits- und Pflegesystems einfach nicht ernst zu nehmen, weil Sie nicht die Sorgen der Patienten und der Mitarbeiter im Auge haben, sondern hier einfach nur Ihre Ideologie und Verschwörungsmythen verbreiten. Wenn wir allerdings schon aus niederen Beweggründen über die Corona-Politik debattieren, kann ich auch nicht mit Kritik an dem, was insbesondere auch mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gelaufen ist, sparen. Mir fällt da immer ein Song von Element of Crime, vielleicht kennen Sie den, ein, mit der Zeile immer unter Strom, immer unterwegs und überall zu spät. Dieses überall zu spät trifft auch auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht zu. Schon vor einem Jahr war klar, wir hatten zumindest einen für Delta wirksamen Impfstoff. 90% der Covid-19 verstorbenen Menschen war über 60 Jahre alt. In Dresden übrigens starben während der zweiten Welle ganz besonders viele Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Wir hatten eine extrem niedrige Impfquote, insbesondere in Sachsen und auch in Dresden. In Dresden übrigens ist sie gegenwärtig mit 63,9% die niedrigste in einer deutschen Großstadt. Also, es ist unbegreiflich, warum die Bundesregierung mit dieser Impfpflicht, die in der ersten Welle und auch in der zweiten Welle hätte viele Leben retten können, so lange gewartet hat. Es ist auch ebenfalls unverständlich, warum die Impfstoffhersteller nicht dazu gebracht wurden, variantenflexiblere Impfstoffe, die in den Laboren von BioNTech und Moderna bereits längst in den Schränken stehen, zur Zulassung gebracht wurden. Dadurch hat sich in der Tat die Situation im Moment verändert. Wir wissen natürlich ganz genau, dass die jetzigen Impfstoffe gegen die Omikron-Variante nicht so wirksam sind. Aber das entscheidende Problem, warum man wieder mal zu spät war. Während sich das ganze Land locker macht, Fußball in vollbesetzten Stadien stattfinden, werden Pflegekräfte und wollen wir Pflegekräfte dazu bringen, zu glauben, dass es an ihnen liegt, diese Welle nun endgültig zu beenden. Aber es ist wieder einmal zu spät. Dennoch möchte ich hier nicht den falschen Eindruck erwecken, dass wir hier eine Wahlmöglichkeit hätten. Wir sind, laut Grundgesetz ist das Land und auch die Kommune verpflichtet, Gesetze, Bundesgesetze durchzusetzen. Das muss an dieser Stelle auch passieren, auch wenn man in Sachsen nicht immer den Eindruck hat, dass dies gewollt ist. Auch wenn Gesetz und Vollzug spät, ich sage viel zu spät kommen, müssen wir trotzdem aufhören, dieses Gesetz schlecht zu machen. Und den 20a für die Impfpflicht gilt, wenn die Vernunft nicht zum Siege kommt, muss das Recht ihr auf die Sprünge helfen. Vielen Dank.
So, meine Damen und Herren, damit ist die aktuelle Stunde beendet. Alle Fraktionen sind zu Wort gekommen.